Ich zeige dir heute eine Anleitung für die Acrylblocktechnik mit einigen Variationen. Und das Ganze kurz und knackig. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Heute in unserer 14-Tage-Challenge Kartenfrühling steht das Thema Stempeltechnik auf dem Plan, heute an Tag 11. Jo, und ich habe mich dann entschieden, die Technik habe ich noch nicht gezeigt. Zeige ich mal, habe ich selber auch noch nicht so oft gemacht. Das ist die Acrylblock-Technik. Acrylblock, das sind diese Blöcke, auf die wir immer unsere Stempel setzen. Mit der wird jetzt ganz einfach gearbeitet. Verschiedene Variationen hier, wie das entstanden ist, kannst du wahrscheinlich schon ahnen, zeige ich ganz zum Schluss. Dann relativ einfach, gleich auf die Karte gestempelt. Dann ein bisschen variiert mit Untergrund, also mit Mattung. Und diese farbige Variante. Gibt sicher noch viele Varianten, kannst du experimentieren. Auf meinem Kanal erwarten dich viele kreative Ideen und Anleitungen sehr regelmäßig. Wenn dir meine Projekte gefallen, dann gib mir gern einen Daumen hoch und abonniere am besten gleich meinen Kanal. Informationen für die 14-Tage-Challenge Kartenfrühling findest du auch auf meinem Blog und ich verlinke das hier unter in der Beschreibung. Jetzt geht's los. Was brauchen wir dazu? Farbkarton in Weiß, geht natürlich auch farbig. Ich arbeite in Weiß. Außerdem einen Acrylblock. Ich habe mir jetzt ausgewählt erstmal diesen, mit dem arbeite ich auch zuerst. Geht natürlich auch ein kleiner, mit dem können wir auch, nehmen wir den ganz kleinen, auch wunderbar arbeiten. Ich zeige das jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Ich habe den Acrylblock, ich nehme eine Farbe und zwar nehme ich in dem Fall mal Rauchblau, tauche komplett den Acrylblock in die Farbe ein und merke, wenn komplett der Block benetzt ist, dann kann ich vollflächig stempeln und das mache ich hier. Setze das jetzt einfach so auf. Mit gut Druck. Ich habe die Unterlage drunter. Hier siehst du, so ist der Abdruck. Nun hat es witzigerweise da oben gleich noch einen Mond gegeben. Den können wir sicher gut im Motiv dann verarbeiten. Erste Variante legen wir schon mal beiseite. Dann können wir natürlich auch kleinere Blöcke nehmen. Da mache ich das jetzt mal nach Augenmaß. Man könnte sich das auch gut anpassen. Setze mal hier oben einen hin. Und mit Abstand hier unten einen hin. Und dann versuche ich genau in die Mitte einen zu setzen. Auch das geht. Habe ich eine Struktur, also eine Aufteilung auf meinem Blatt. Vielleicht bei einem Kartensketch auch gut einsetzbar. Ja, und die dritte Variante, da nehme ich jetzt wirklich, variiere ich. Muss hier mal den Fleck abmachen. Kann man ja ganz schnell putzen mit dem Lappen oder einmal durch das Säuberungskissen. Ich arbeite nochmal mit dem Blauton. Benetze das Blatt völlig und gehe dann aber mal ins Grün und nehme dazu meinen Wassertankpinsel. Mit Wasser gefüllt und habe jetzt die mittlere Größe genommen und gehe hier vorsichtig auf mein Stempelkissen. Und dann ziehe ich hier so ein bisschen was in den Block rein. Dann wenn mit ein bisschen Druck auch ein bisschen mehr Wasser drauf schleudern. Passiert. Gehe hier nochmal an den Rand vom Stempelkissen. Du könntest dir die Farbe auch mit Nachfüllern natürlich auffüllen. Oder einfach in den Deckel drücken. Mit alles. Jo, mit dem Blau habe ich hier gearbeitet. Mit dem Grün ins Blau. Und dann ziehe ich hier oben mal noch so ein paar Striche rein und schaue mal, dass ich mit dem Blau auch noch was Intensives hinbekomme. Und zwar nehme ich da das Rauchblau. Also du merkst schon, ich male mir jetzt sowas wie einen Hintergrund auf meinen Acrylblock. Und das sind so die Stellen, wo man wunderbar experimentieren kann. Was das dann wird, sieht man immer erst, wenn es abgedruckt ist. Ich drucke das jetzt einfach mal ab. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schauen wir mal, was es wird. Oh ja, kann man machen, muss man nicht, aber auch ein interessanter Effekt. Jo, die drei Effekte. Jetzt machen wir unsere Stempelkissen erstmal wieder zu.
Und du siehst schon, wie schnell hier ganz neue Dinge entstehen. Und der Einfachheit halber habe ich den Libellengarten gar nicht beiseite geräumt. Und fange jetzt hier mal mit dem ersten Motiv an. Gehe hier mit den Gräsern, setze die auf die rechte Seite. Nicht auf die linke Seite, sorry. So sieht es aus. Und setze unten noch einen Stempel hin. Und zwar, du bist eine Inspiration. Du weißt ja, da brauche ich noch viele Karten für. Leuten, denen man das unbedingt mal sagen muss. Den setze ich jetzt hier unten hin. Und oben lassen wir ganz einfach wieder eine Libelle drüber fliegen. Nehmen wir hier unser Blatt. Stempeln mit dem gleichen Block, wo wir eben noch drauf koloriert haben. Eine Libelle ab. Stanzen sie zügig aus. Du siehst, wir arbeiten an kurz und knackig. Alle Arbeiten kannst du natürlich ausführlich, langsamer ausfeilen. Und wie gesagt, experimentieren, das finde ich das Schönste dran. Wenn man sich hier wieder live treffen kann, dann werden wir unseren Experimentierclub ganz bestimmt wieder ins Leben rufen. Das ist eine coole Sache, wenn wir miteinander in gemütlicher Runde experimentieren. Jo, so sieht's aus. Ganz einfach, schnelles Ergebnis. Das machen wir jetzt hiermit auch gleich noch. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, wir können da mal ganz verschieden arbeiten. Ich überlege mir jetzt, dass ich das ich lasse es so hochkant. Ich nehme auch hier, du bist eine Inspiration, setze ich hier unten links hin. Und das mal mit dem links. Dann nehme ich die kleinen Libellen, die fliegenden. Setze die in die obere. Das steht dann so über. Das ist auch witzig. Setze die große Libelle diesmal direkt drauf. Auch hier könnte ich wieder mit einer Maskiertechnik arbeiten. Mache ich aber nicht. Und zwar setze ich die jetzt hier hin. Und dann habe ich Wünsche aus dem Garten. Und jetzt kommt endlich mal die Hummel zum Einsatz. Und da setze ich die Hummel hier unten hin. So, auch hier die Matte runter. Das bedeutet, mein Blatt habe ich zugeschnitten in 13,8 und die Mattung in 10 x 14,3. Du siehst, die nächste Karte ist fertig. Die habe ich übrigens mit dem Finger drauf gefasst. Das bedeutet, da werde ich nachher entweder mit dem Finger noch öfter drauf fassen oder das einfach nochmal mit einem Hintergrund kaschieren. So, und die dritte Variante ist dieses hier mit dem mit der Landschaft, die wir fast gestaltet haben. Und da ist jetzt mal Löwenzahn dran. Und das setzen wir auch hier, den linken Bereich, einmal drauf. Und auch hier, du ahnst es schon, du bist eine Inspiration. Oder, ja doch, nehmen wir. Wir brauchen da ja noch ein bisschen was, gerade drauf. Und auch hier Mattung drunter, schon ist die Karte fertig. Oben könnte die Libelle noch sitzen, muss aber gar nicht. Jo, das war einfach und schnell die Acrylblock-Technik erklärt. Gleich mehrere Varianten und eine habe ich noch für dich. Und zwar habe ich hier bei der letzten Karte mal völlig krachen lassen und habe mir ein A4-Blatt genommen. Ich kenne das ja schon, ich gestalte gerne A4-Blätter. Und habe es komplett ganz einfach. Was ihr schon vorstellen, müsste ich jetzt hier stückelweise zusammensetzen. Aber es ist relativ klar, wie es gelaufen ist. Auf einem Blatt auseinandergeschnitten in den Maßen 10,5 x 7,4. Und herausgekommen sind, wie gesagt, solche Hintergründe. Richtig schön bunt, aber ist eine ganz andere Wirkung. Man könnte es jetzt ohne Weiß auch vollflächig machen. Dann habe ich praktisch aufgestempelt. Ich habe das nur aufgelegt, dieses Feld, und dann aufgestempelt. Und das Feld aber dann mit Abstand aufgeklebt. Dadurch hat das nochmal so eine plastische Wirkung. Ja, ich hoffe, das war kurz und knackig und trotzdem so, dass man es schnell weiter nacharbeiten kann. Meine Ideen zur Acrylblock-Technik.
Ja, fertig mein Projekt für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Willst du meine Idee nachbasteln? Super, da freue ich mich total. Speicher dir doch am besten das Video gleich in einer Playlist, dann brauchst du später nicht lange suchen. Du hast Fragen? Schreib mir einfach, ich versuche sie zu beantworten. Abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keine meiner weiteren Videos. All meine Projekte findest du auch auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.